Willkommen zur Übung zum 15. Januar bei mir. Das ist jetzt ein bisschen aus der Reihe. Das ist jetzt kein Übungsblatt, was Sie natürlich auch nebenher üben sollten, sondern es geht jetzt um die Übungsteilnahme für heute. Und zwar hier das Adressbuch, was Sie programmieren sollen. Und wie immer brauchen wir sowieso ein Grundgerüst für ein C-Programm. So. Und das Adressbuch ging darum, dass wir zu Personen abspeichern sollen mit Vorname, Nachname, Alter und Telefonnummer. Und um das zu tun, brauchen wir natürlich, wie gestrige Vorlesung, ein Struct für eine Person oder Sie können es Kontakt nennen oder wie auch immer. Ich nenne jetzt mal den Struct hier Person. So, Semikolon nicht vergessen, weil das ist eine Deklaration. Das vergesse ich persönlich sehr oft. So, und dann sagen wir jetzt, wir haben vom Datentyp Character Name und dann sagen wir mal 100 Speicherplätze, das reicht dicke aus. Herr Hoffmann wird die nächste Woche natürlich noch zeigen mit Pointern, wie man auch dynamisch Speicherplatz reservieren kann. Wir machen es aber jetzt noch so, dass wir fest für 100 Zeichen das machen. Das soll der Vorname sein, dann machen wir das noch für Nachname. Und wir machen das für ein Int Alter und noch eine Telefonnummer und die machen wir natürlich auch, sage ich Telefon, und da machen wir auch irgendwie 20 Stellen, reicht vielleicht auch dicker aus, wie auch immer. Wir können auch hier 20 sagen, ist wurscht. So, jetzt brauchen wir im Hauptprogramm natürlich irgendwie ein Adressbuch, um mehrere Personen abspeichern zu können. Und das ist natürlich vom Typ Struct Person. Jetzt haben wir aber mehrere davon. Also nenne ich das Personen. Das ist also mein Adressbuch oder ich nenne es besser Adressbuch. Und wie viele möchte ich gerne? Und das könnte ich jetzt hier fest reinprogrammieren. Ich mache das mal über eine Precompiler-Direktive, dass ich quasi hier sage, definiere die Feinanzahl und dann machen wir jetzt mal 10 irgendwie für den Anfang. Das können Sie jederzeit ändern. Das heißt, hier können wir dann noch 5 reinschreiben, wenn wir es einfach das Programm für 5 Speicherplätze im Adressbuch kompilieren wollen oder 10 oder sonst was. Gut, wenn wir jetzt hier so einen Struct haben, dann wollen wir natürlich auch eine einzige Person einlesen können und auch eine einzige Person ausgeben. Was ist einfacher? Die Ausgabe. Fangen wir also damit an. Also sage ich void Person ausgeben. Das ist jetzt eine Funktion, der möchte ich eine Person übergeben. Also sage ich, was übergebe ich? Einen Struct Person und das Ding nenne ich jetzt auch Person. Und was machen wir da? Ich packe das mal alles in eine Zeile und sage, ich gebe Vorname, Nachname, Klammer auf, Alter als Dezimalzahl und hier noch die Telefonnummer an und dann sage ich Zeilenumbruch. Also von der Person der Vorname, von der Person der Nachname, dann als vierter Parameter Alter und von der Person Telefon. So, das soll das Printf machen bei Person ausgeben. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich möchte das in einer Zeile haben. Dann können wir sagen, ich möchte Person einlesen und dann lese ich eine Person ein und liefere zurück. Also ich mache eine Funktion, die eine Person zurückliefert. Also muss ich sagen, Rückgabewert ist ein Struct Person. Person einlesen. Ich übergebe aber nichts, weil ich ja was einlese und was, ne, ich möchte nichts übergeben, aber eine Person zurückgeliefert bekommen. So, und dann frage ich quasi der Reihenfolge nach ab. Ich sage mal Vorname Doppelpunkt. So, ich brauche noch Speicherplatz für das, für die Person. Struct Person. Auch hier sage ich mal, die ist die neue Person. Und ich könnte auch neue Person ausschreiben. Das ist wurscht, bleibt Ihnen dann überlassen. Und dann sage ich jetzt hier scanf %s neue Person und zwar der Vorname. Ja, und das gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Scanf %s neue Person Nachname. Printf, was haben wir noch? Alter. Achtung, Alter ist ja scanf Dezimalzahl oder if Integer. Neue Person Alter. Und jetzt Achtung, hier ist es natürlich die Adresse, die ich brauche. Also und, weil das ist schon eine Adresse wegen des Arrays. Das ist ein einfacher Datentyp int, da brauche ich die Adresse. Und dann machen wir noch hier Telefon. Da haben wir gesagt, Telefon ist auch wieder ein String. Also %s.
und sagen wir hier neue Person und zwar Telefon. So, und das ist das Einlesen einer Person. Das habe ich das jetzt in neue Person abgespeichert und sage Return neue Person. Okay, soweit. Gut. Jetzt haben wir also das Ausgeben einer Person. Wir haben das Einlesen einer Person. Und jetzt können wir natürlich auch sagen, wir wollen mal das ganze Adressbuch ausgeben. Also machen wir uns eine Funktion. Ausgeben des Adressbuchs. Also sage ich Adressbuch ausgeben. Und da die Funktion jetzt irgendwie das Adressbuch braucht, sage ich auch hier struct Person. Und hier nenne ich es jetzt mal einfach nicht im Adressbuch, sondern ich bekomme Personen, irgendeine Anzahl Personen, und zwar das ist die Anzahl, jetzt seht ihr dieselbe Anzahl, die wir in unserem Programm haben, nenne das aber jetzt hier Personen. Habe also ein Array, ein Feld von Personen, ob das jetzt Adressbuch oder Person heißt, ist egal, deshalb nenne ich es jetzt mal Personen, damit Sie sehen, Namen sind Schall und Rauch an der Stelle. Und jetzt kann ich hier sagen, machen vielleicht Folgendes, das Adressbuch hat %D Speicherplätze. Vielleicht so als Anfangsinfo. Und was übertrage ich? Was übergebe ich da? Die Anzahl. So, jetzt machen wir eine Vorschleife. Fangen beim Index 0 an. Solange i kleiner ist als die Anzahl, i plus plus. Gehen wir da mal durch und sagen hier an der Stelle, jetzt gebe ich mal den Speicherplatz. Also machen wir es davor oder dahinter. Ist eigentlich wurscht. Dann mache ich mal Speicher D Doppelpunkt und dann Leerzeichen und dann sage ich hier I. So, und wenn ich I mache, wird er bei 0 anfangen, also mache ich das ein bisschen benutzerfreundlicher, lesbarer, dass der bei 1 anfängt. Also wenn ich 10 Speicherplätze habe, geht er dann halt von 1 bis 10, aber wir wissen, intern ist es von 0 bis 9. Okay. Und dann möchte ich diese eine Person ausgeben. Das haben wir schon programmiert. Hier oben Person ausgeben und der übergebe ich eine Person dieser Funktion. Also sage ich jetzt hier Person ausgeben. Person ausgeben. Und welche Person soll ausgegeben werden? Na, die Person aus meinem Array Personen am Index i. Okay. Ja. Sollte passen. Hier habe ich keinen Zeilenumbruch, das heißt, das schreibt er alles hintereinander und auch hier oben bei Person ausgeben, gehen wir mal hier hoch, da auch alles hintereinander da mit Zeilenumbruch. Also sollte ganz gut funktionieren, hoffe ich mal. Ja, und jetzt brauchen wir noch ein Hauptprogramm, wo wir das irgendwie abfangen können oder eingeben oder sonst was. Und da möchte ich, dass der quasi der Benutzer immer gefragt wird, das können wir uns irgendwie überlegen. Wir brauchen eine Eingabe, ins Eingabe. Und da machen wir eine Do-While-Schleife, die quasi die ganze Zeit uns durchs Programm führt. Und dann sagen wir hier, machen wir erstmal das gesamte Adressbuch ausgeben. Adressbuch ausgeben, so als Begrüßung. Oder jedes Mal, wenn wir was machen wollen, zeigt uns das gesamte Adressbuch an. Also, was übergebe ich dieser Funktion Adressbuch ausgeben? Natürlich hier das Adressbuch. Adressbuch. Das gibt er aus. Und jetzt frage ich den Benutzer, was willst du tun? Oder welche Adresse willst du bearbeiten? Welcher Speicherplatz soll eingelesen werden? Und dann machen wir noch eine Bedingung 0 für Ende. So, also wenn der Benutzer 0 eingibt, wollen wir das Programm abbrechen. Und dann haben wir die Speicherplätze 1 bis ja, Anzahl. Ne? In dem Fall sind es jetzt 10, weil Anzahl 10 ist. Also scanf. %D und dann Adresse von Eingabe. Ja, jetzt haben wir eine Eingabe, entweder 0 drin stehen oder eine ja, hoffentlich gültige Speicheradresse. Und wenn es die Speicheradresse ist und die ist gültig, dann möchte ich quasi die Person an der Stelle einlesen. Also mache ich eine If-Bedingung, wenn die Eingabe größer ist als 0, also soll ja erst bei 1 anfangen, also ne, und die Eingabe kleiner gleich der Anzahl. Ja, Anzahl ist jetzt zum Beispiel 10, dann ist ja 10 der letztmögliche Speicherplatz. Dann mögest du bitte hier eine Person einlesen. Ja, ansonsten macht er nichts. Und dann haben wir nämlich auch jetzt die Bedingung für die Do-While-Schleife. Die Do-While-Schleife soll natürlich so lange durchgeführt werden, bis ein oder so lange
Eingabe nicht 0 ist. Also er soll das so lange machen, Adressbuch ausgeben, fragen, was möchte ich jetzt tun, bis ich halt die 0 eingebe. Und wenn ich nicht die 0 eingebe und es ist was Gültiges, ein gültiger Speicherplatz von 1 bis Anzahl, dann eine Person einlesen. Wie lese ich eine Person ein? Naja, habe ich schon programmiert hier oben. Gucken wir nochmal. So, die Maus da. Person einlesen. Liefert mir eine Person zurück. Ja, also muss ich jetzt sagen, hier Person einlesen. So, das liefert der mir zurück. Wo will ich die Person abspeichern? Na, in meinem Adressbuch. Adressbuch habe ich schon richtig. An welchem Index? Und zwar, der Benutzer gibt ja von 1 bis Anzahl ein. Ich habe aber die Indizes 0 bis Anzahl minus 1. Also muss ich das, was er eingegeben hat, minus 1 machen. Also am Index Eingabe minus 1. Das soll es eigentlich gewesen sein. Schauen wir mal. Aber sicherlich haben wir hier die ein oder andere Fehlerquelle noch drin. Schauen wir mal. GCC-O Adressbuch X Adressbuch C. Oh ja, das ist eine ganze Menge. Und jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal nach oben. Schauen wir uns erst den ersten Fehler an. Meistens ist das expected, bevor da habe ich ein Semikolon. Precompiler-Direktiven, das ist also schon. Da gehört kein Semikolon rein. Also hier. Könnte es vielleicht sogar schon gewesen sein. Also nochmal geht's super. Jetzt haben wir keinen Fehler mehr. Also nicht in Panik geraten, wenn Sie viele Fehler bekommen. Gucken Sie sich erst den ersten Fehler an. Das war hier. Den haben wir beseitigt und der Rest sind Folgefehler. So, und jetzt starten wir mal das Programm. Und jetzt sehen wir hier schon eine ganze Menge Speichermüll. Das heißt, wir haben zwar ein Array von Structs Personen, aber in jeder Person ist halt noch irgendein Blödsinn abgespeichert. Das heißt, wir wollen auch erstmal initialisieren oder wir müssen erstmal den Speicher initialisieren. Aber gehen wir mal hier durch und gucken mal, ob das klappt. Welcher Speicherplatz soll eingelesen werden? Wir fangen mal bei 1 an und jetzt fragt er nach Vornamen Carsten, Nachname Biemann, Alter, kennen Sie ja, ist inzwischen 12 und die Telefonnummer ist die 110. So, wie Sie sehen, es funktioniert. Ich kann das auch für 2 machen. Hans Wurst 47, Telefon 0815. Und wir können das hier der Reihe nach füllen. Und wenn ich jetzt sage minus 1, da passiert nichts. Ist eine ungültige Eingabe. Wenn ich irgendwas Großes eingebe, auch. Und wenn ich 0 sage, beendet er es. Was wir jetzt brauchen, ist noch das Initialisieren hier mit gültigen, vernünftigen Werten. Also basteln wir uns auch noch eine Funktion. Die packe ich mal direkt hier nach der Struktur rein, die da heißt, oder wir machen es nicht als Funktion, wir machen es direkt im Hauptprogramm. Müssen es ja nicht übertreiben mit den Funktionen, das ist gerade neu für Sie. So, in Main, hier haben wir das, dann packe ich das gleich mal vor die While-Schleife und hier rein und sagen for int i gleich 0, i kleiner Anzahl. Das heißt, ich möchte halt alle Elemente in meinem Adressbuch initialisieren und sage somit das Adressbuch am Index i und zwar der Vorname. Und wie kann ich das vernünftig initialisieren? Das ist ja ein String. Und wie sage ich in C, dass ein String quasi leer ist, indem ich das Terminatorzeichen direkt an den ersten Index packe? Also machen wir hier am Index 0. Also von dem Array Adressbuch am Index i, weil das ein Struct ist, kann ich auf das Element zugreifen Vorname. Vorname ist wieder ein Array von Zeichen, also K, Character. Und da am Index 0. Und da möchte ich jetzt sagen, du seist bitte das Terminatorzeichen. Oder Sie können auch direkt 0 schreiben. Ich finde das aber so ein bisschen schöner, weil dann sieht man direkt, ich meine das Terminatorzeichen. Ja, und dasselbe machen wir dann auch mal für Adressbuch am Index i Nachname. Am ersten Index. Auch du seist bitte das Terminatorzeichen ganz am Anfang. Dann haben wir hier das Adressbuch i Alter. Und das Alter setzen wir mal auf 0 und dann sagen wir Adressbuch am Index i und das ist auch wieder ein String, das ist auch ein Telefon und dann machen wir das erste Zeichen, das Terminatorzeichen, sodass der String quasi leer erscheint. So, und das ist die Deklaration meines Adressbuchs und das ist hier die
Initialisierung des Adressbuchs, also mit leeren Werten oder Startwerten oder sowas. Ne? Und hier beginnt dann die Hauptschleife, so lange, bis ich die 0 eingebe, und der Ablauf ist immer innerhalb der Schleife so: erstmal das gesamte Adressbuch ausgeben, dann den Nutzer fragen, was er will. Und wenn er einen Speicherplatz angibt, diese Person da einlesen, an diesem Speicherplatz abspeichern, ansonsten eben nichts machen und dann das so lange, bis ich die 0 eingebe. Kompilieren, starten. Jetzt haben wir alles schön leer. Das Alter sehen wir hier, ist auch nicht eine riesige Zahl oder Minus oder sonst was. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, am Speicherplatz 3, wir waren ja gerade bei Hans Wurst, der, was weiß ich, wie alt der war, 34 Jahre, Telefon 0815. Ja, dann können wir jetzt im Speicherplatz 7 nochmal was abspeichern, sagen, das ist die Frau UAS, Alter, keine Ahnung, werden wir dieses Jahr nicht, irgendwie ist das nicht ein runder Geburtstag, ist ja wurscht. Die Frau UAS ist aber selbst nicht so alt, sagen wir mal 10, Telefonnummer, plus 49, 69 für Frankfurt, 1533 für die Hochschule und 0 für die Zentrale. Genau. Und ich könnte jetzt auch wieder was 3, könnte ich jetzt wieder überschreiben mit was Neuem, indem ich jetzt sage, hier genau. Okay, ich denke mal, das ist eine mögliche von vielen möglichen Lösungen, dass Sie es mal gesehen haben, wie ich es jetzt spontan machen soll. Es sollte nichts Kompliziertes sein, es ist einfach nur, dass Sie so ein bisschen da mit üben. Also nochmal, wir haben Struct quasi, was uns definiert, was eine Person ausmacht. Zu dem Struct packen wir auch gleich noch Funktionen dazu, dass wir quasi ein Element eines Structs einlesen und ausgeben, also hier ausgeben und da einlesen können. Dann habe ich noch extra eine Funktion, weil es sieht ein bisschen aufgeräumter im Hauptprogramm aus, um das gesamte Adressbuch auf dem Bildschirm auszugeben. Weil hätte ich das jetzt hier in das Hauptprogramm reingeschrieben, dann wäre es das hier doch ein bisschen größer. So kann man ein bisschen was mit den Funktionen nochmal üben. Gut, und dann haben wir hier das Hauptprogramm, wo wir quasi erstmal Speicherplatz reservieren für Anzahl viele Personen in dem Array-Adressbuch. Dann machen wir eine Initialisierung des Adressbuchs. Das heißt, alle Personen werden mit einem leeren Vor-, Nachnamen und Telefonnummer initialisiert und das Alter wird auf 0 gesetzt. Und dann haben wir halt hier die Hauptschleife, wo wir sagen, ich habe hier eine Eingabe, dann mache ich erstmal hier eine Ausgabe des gesamten Adressbuchs. Das haben wir oben programmiert. Dann frage ich den Benutzer, was er machen soll und so weiter. Das wäre was. Ansonsten, ich bin auch mal gespannt auf Ihre Lösungen und schreiben Sie es ruhig gerne ins Moodle-Forum rein. Dieses Semester ist ein bisschen wenig los. Irgendwie traut sich keiner, da was reinzuschreiben. Machen Sie es ruhig. Sie haben ja Tutoren, die Ihnen helfen können. Und jetzt gerade, wo viele halt jetzt wegen der Corona-Zeit zu Hause was machen müssen, haben Sie nicht die Möglichkeit, jetzt persönlich mit anderen da in Kontakt zu treten. Deshalb nutzen Sie ruhig die Möglichkeit, dass Ihre Tutoren und Ihre anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen was dazu sagen können, und diskutieren Sie es einfach in dem studentischen Diskussionsforum in Moodle. Gut, ich hoffe, das soll es gewesen sein. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder persönlich in einer Übung. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.